Am 12. Spieltag der Landesliga empfing der SV Germania Mittweida den Radebeuler BC. Die Schneiderschützlinge beabsichtigten, auf heimischen Rasen endlich wieder zu gewinnen. Der letzte Sieg lag schon einige Wochen zurück. 110 Zuschauer wollten die Partie sehen. In dieser starteten die Gäste mit Highspeed. In der zweiten Minute stand der Strafraum der Mittweida in Flammen. Torwart Nico Kaiser konnte einen gefährlichen Kopfball parieren. Anschließend hatten die Gäste mehrfach die Nachschusschance und schlussendlich klärte Mohanad Salim nach diesem Schuss von Philipp Schramm zur Ecke. In der 10. Spielminute kamen die Gastgeber mit Freistoß, ausgeführt von Andreas Hönig, abgewehrt. Kuhl setzte Ebert in Szene. Der flankte von links auf Markus Pietsch. Sein Kopfball touchierte das Aluminium. Und Hannes Rüssel vollendete zum 1:0. Die Hausherren nun voll da. Die Gäste mit Freistoß in der 17. Minute, ausgeführt von Schramm. Salim wehrte ab. Der Schuss von Franz Kunze aus der Distanz ging am Ziel vorbei. In der 24. Minute dann die Germania über Hönig, Frieden, Rüssel und Pietsch mit dem Kopf und Toni Hahn mit Direktabnahme. Er rechtfertigte das Vertrauen seines Trainers, er spielte eine gute Partie. In der 27. Minute spielte Frieden zu Grau, der legte ab und Rüssel fackelte nicht lange. Das Spiel der Germania ansehnlich, die Flügel wurden bedient und der Abschluss gesucht. Eine gute Mannschaftsleistung, vor allem, weil die Tschobaustädter ohne Richter und Krötsch auskommen mussten. Toni Hahn bot sich mit einer guten Leistung an, hier allerdings war Bunzel im Gästetor schneller. In der 30. Minute kamen die Gäste über links. Philipp Raute und Mohanad Salim konnten klären. In der 32. Minute verpasste Kuhl den Ball. Felix Krage reagierte und brachte das Leder nach innen. Die Hereingabe landete bei Florian Müller, der den Ball über das Tor schoss. Germania griff weiter an, fackelte aber zu diesem Zeitpunkt in der Defensive gewaltig. Das sahen auch die Zuschauer im Stadion. Allerdings waren auch die Gäste in der Abwehr nicht besonders stabil. Nach einer Odyssee kam der Freistoß von Ebert zufrieden und der feuerte sofort ab. Bunzel sicher nach 44 Minuten. Die Mittweida suchten den Abschluss und das stand ihnen sehr gut zu Gesicht. In der 45. hatten sie nach diesem Schnitzer von Mohanad Salim Glück und den Torkaiser. Er vereitelte kurz vor der Pause den Ausgleich. Faktisch im Gegenzug spielten sich die Mittweida geschickt bis in den 16-Meter-Raum der Gäste. Aber dann fehlte ein Schritt. Mit dem 1:0 ging es in die Pause. Und in der 49. Minute in Richtung Gästetor. Die Hausherren nutzten einen Abstimmungsfehler der Radebeuler. Hannes Rüssel spielte das Leder am herauslaufenden Toni Bunzel vorbei und Toni Hahn erhöhte auf 2:0. Fünf Minuten später konter der Hausherren über Hönig und Salim. Der Iraker mit Auge, aber ohne das letzte Quäntchen Glück, Bunzel sicher. In der 58. Minute versuchten es die Gäste über rechts ins Zentrum. Benno Töbel nahm den abgewehrten Ball direkt an, da fehlten nur ein paar Meter zum Anschlusstreffer. Auf der anderen Seite versuchte sich Andreas Hönig mit diesem Freistoß. 68 Minuten waren gespielt. 77. Minute, Eckball hereingeschlagen von Felix Ebert. Abgewehrt von Toni Bunzel und auch beim zweiten Versuch blieb der Radebeuler Tormann Sieger. In der 83. Minute bekamen die Zuschauer diesen Angriff der Hausherren über rechts zu sehen. Schön gespielt von Hahn und Pietsch. Philipp Krasselt verpasst. Am 2:0 Endstand änderte auch der Freistoß, ausgeführt von Felix Ebert und der Schuss von Hannes Rüssel nichts mehr. Fazit: Durch den 2:0 Heimsieg gegen den Radebeuler BC konnten die Mittweida Landesliga-Fußballer die Abstiegsplätze verlassen.
Dabei hatten die Gastgeber durch eine geschlossene Mannschaftsleistung in diesem Spiel das bessere Ende für sich.